Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch ein paar exotische Bratkartoffeln machen. Dafür habe ich Kartoffeln vorbereitet, die habe ich mitgebracht und zwar habe ich die schon vorher gekocht, sie sind gekocht, klein geschnitten mit Schale, geht schneller. Dann nehme ich noch ein paar frische Kräuter. Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer. Fülle Öl in die Pfanne. Gebe die Gewürze hinein. Die Pfanne habe ich vorgeheizt auf höchster Stufe. Die Gewürze kommen jetzt direkt schon hinein, damit Sie nachher Ihre Öle besser freisetzen können und der Geschmack besser rauskommt. Die Zwiebeln kommen auch direkt rein. Die habe ich in Ringe geschnitten. Knoblauch und den Ingwer für die ganz besondere exotische Note. So, jetzt kommen die Kartoffeln hinzu. Sie sind vorgekocht, deswegen müssen sie auch nicht mehr lange garen. Gebe noch etwas Öl hinzu. Wichtig ist, dass schön viel Öl drankommt. Entweder ihr habt eine Pfanne mit guter Antihaftbeschichtung oder ihr müsst viel Öl benutzen. So läuft's. Ich gebe Salz hinzu, denn gekochte Kartoffeln ziehen ziemlich viel Salz. Und Pfeffer noch für den Geschmack. So. Erst, wenn es reinkommt, sollte es ziemlich hoch stellen, damit auch die Gewürze schön den Geschmack abgeben, das Ganze etwas anbraten kann. Nach einiger Zeit, 2 bis 3 Minuten, stellt ihr den Ofen etwas runter, lasst die Kartoffeln brutzeln, etwa 10 Minuten, dann sind sie schön kross und durch den Ingwer, den Rosmarin und den Thymian haben sie ein ganz tolles Aroma. Und fertig sind eure schnellen Bratkartoffeln.